Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2. Heute mal was anderes, und zwar spielen wir gegen Bots. Zum einen, weil ich ein bisschen besser verstehen möchte, wie die Bots funktionieren, wenn da doch mal einer abhaut. Und zweitens könnt ihr auch ganz schön herausfordernd sein, je nachdem welchen Rang die haben. Deswegen hauen wir heute rein. Ich beginne mit Unranked und arbeite mich dann so für Stück nach oben, bis ich dann mit dem letzten angekommen bin und guck mal, wie weit ich komme. Ja. Ich habe gehört, auch die Stärksten, die cheaten dann irgendwie so ein bisschen, aber schauen wir uns das einfach dann später mal an. Wir beginnen jetzt erstmal mit Stufe 1, das ist Unranked, und dann geht es weiter nach oben. Ich beginne jetzt hier einfach mal mit Gear, weil ich glaube, das Game wird nicht allzu lange gehen. Nova. Das glaube ich nämlich nicht, wenn es Unranked ist. Gucken wir mal. Okay. Machen wir. Ich starte mal hier mit einer schönen Gatling Gun. Ja, ich finde, es ist auch wichtig, sich mit den Bots auseinanderzusetzen. Wie gesagt, auch gerade wenn ein Gegner mal abhaut, da muss man schon gucken, wie man da mit dem zurechtkommt. Deswegen, ich ping jetzt einfach immer mal so ein bisschen was und guck mal, wie der darauf reagiert. Der hat jetzt hier Chaos genommen. Also eine massive Reichweite. Also kann ich auch hier was hinstellen beispielsweise. Ja, ich probiere es mal so. Mal gucken uns das Ganze mal an. Wir werden jetzt hier auf Welle 3 eine Turtle reinschicken. Das ist ganz klar. Hallo! Ich habe gesagt, du sollst sparen! Okay, ganz so genau hört er doch nicht zu. Aber wir gucken einfach mal, wie das weiter so vorangeht. Wie gesagt, unranked, ich glaube, dann hört er nicht so hundertprozentig auf das, was ich ihm befehle, aber später dann wird er da schon mitmachen. So, können wir noch eine Schnecke reinballern. Los, schick was. Schnecke, toll. Naja. So, wir können uns den Burger gönnen. Dann sollten wir eigentlich zu 100% durchkommen. Und die haben beide dasselbe gebaut. Beiden Archer und diesen goldenen Beschützer. Ja, du hast natürlich reingekackt, weil du auch nur natürliche Verteidigung hast. Da geht es schon mal gut ran an den King. Können wir uns noch einen Worker holen? So, schön Schleim mit dazu. Hier können wir ruhig auch noch einen hinpacken. Wobei wir auch splitten können, natürlich. Könnt ihr auch einfach nochmal ein Robo reinhauen. Da können wir trotzdem durchkommen. Gucken wir mal. Wir haben Schleim platziert. Drüben ist noch ein zweiter goldener Beschützer. Ich denke mal, Unranked wird eine schnelle Runde und die anderen könnten dann etwas härter werden. Müssen wir dann mal schauen. Könnt ihr euch zwei Worker holen? Die sind ja noch nicht so gut. Ja, was soll ich hier großartig platzieren?
kann eigentlich jede Runde ein bisschen was reinschicken und dann wird er immer verkacken. Magischen Schaden hat er noch nicht. Deswegen hat er ja sowieso keine Chance. Großartig. Ist auch kein magischer Schaden, der wird wahrscheinlich auch verkacken. Aber wir werden sehen. Ich habe ja zum Glück schon so eine Seraphin. Frontline ist schon mal weg. Bazooka hat er hingestellt. Ja, das auch wieder durch. Und wie schon vorausgesehen, hat er hier schon wieder Probleme. Aber wir dürfen nicht vergessen, das ist halt unranked. So ist auf dem Niveau von vielleicht neuen Spielern, die gerade reingekommen sind, die sich das Game neu gekauft haben oder die es einfach mal ausprobieren wollen. So, wir werden sammeln, dann schicken wir auf 7 und dann ist gut. Wir werden auch ein bisschen goldene Beschützer jetzt hinbauen. Einen Baum kann ich noch platzieren. Und dann ist gut. Ah. Ich schicke die einfach trotzdem. Und dann auch noch zwei Schnecken. Man könnte ein bisschen Stich mitschicken. Dann sollten die relativ schnell down sein. Gerade in der nächsten Wave. Verkackt gegen zwei Schnecken. Auch wieder zwei durchgelassen, aber nicht so schlimm. Ich hau mal zwei Unholde rein. Hat er nicht mal geschafft. Hat er nicht mal geschafft. Schon längst zwei Worker holen können, aber egal. Ja, wir probieren so ein bisschen aus. Man gegen Bots zu spielen, da kann man auch ein bisschen was dazu lernen. Ich habe schon mal ein Game gemacht, irgendwie mit Bots auf, ich glaube, Großmeister oder so. Da habe ich ganz schön verkackt. Aber die haben dann auch ein bisschen mehr darauf gehört, was ich gesagt habe und was ich geschickt habe. Die haben auch wesentlich mehr Worker. Der ist nur 5. Okay, er hat ein bisschen Account-Verteidigung gebaut. Ah, wird es wieder nicht schaffen. Hier bin ich durch, das wird auch durch. Ja, wie gesagt, ist schnell vorbei. Da muss man gar nicht großartig viel machen. Aber ich denke mal, ich mache so eine Reihe, dass ich halt alles einmal spiele und gucke, wie ich zurechtkomme, um mich dann selber irgendwie einstufen zu können, auf welchem Niveau ich spiele. Das macht ja schon Sinn irgendwo. Ich glaube, man kann von den Bots vielleicht noch sogar ein bisschen was lernen, gerade in den größeren Rängen. Also wie man die Sachen platziert oder wann werten die was auf. Schauen wir uns einfach in Ruhe mal an. Aber die Runde wird wohl gleich zu Ende sein. Ohne Elementar dahingestellt. Beides durch. Das war's. Ist heute mal eine kurze Runde, aber ja klar, bei Unranked, dass da nicht viel passiert.
Habe sogar noch einen Steam-Erfolg bekommen. Weil ich gegen die Unranked KI gewonnen habe. Das habe ich bis jetzt noch nie gespielt. Gut. Dann war es das mit der weiteren Runde Legion. Ja, mal eine schnelle Runde, kurz und knackig. Bleibt auch dran, wenn wir weiter gegen die anderen Bots spielen. Lasst gerne ein Abo da, ein Like und schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin, entspannten Tag, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.